Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt wieder ein Gelesen-Video, denn ich habe die nächsten fünf Bücher beendet und die wollte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Und wir starten direkt mit dem ersten Buch, ohne lang drum herum zu quatschen. Ich habe im Juli nämlich noch beendet Gods of Egypt, Chaos Magie von B.E. Pfeiffer. Ich habe dazu ein Meet with Me gedreht, ich habe es aber noch nicht geschnitten, beziehungsweise ich muss mein Fazit auch noch abdrehen und da muss ich noch schneiden, hochladen und so weiter und so fort. Das wird also noch ein paar Wochen, ich denke eher so einen Monat noch dauern, bis das dann wirklich online kommen wird, wo ich euch wirklich mehr zu dem Buch sagen werde. In dem Buch geht es eben um Seth, der mächtigste Krieger ist, des Sonnengottes ist und eben täglich gegen das Chaos kämpft. Und genauso wie Layla ist er eben auch Außenseiter unter den Göttern. Ja, und jetzt stellt Seth und auch Layla fest, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen. Seth kämpft aber gegen die Chaosmagie an, denn die versucht ihn zu sich auf die Seite zu ziehen, quasi. Und ja, die Frage ist, wird er den Kampf gegen die Chaosmagie schaffen oder eben nicht? Und wie geht es mit Seth und Layla eben weiter? Super, super spannender Klappentext irgendwie. Ägyptische Mythologie, über die ich so ein Buch tatsächlich noch gar nicht gelesen habe. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, ich habe über ägyptische Mythologie noch gar kein Buch gelesen. Ich war tatsächlich schon dreimal in Ägypten. Ich habe mich mit der Mythologie minimal befasst. Mehr mit der griechischen, aber mit der ägyptischen auch so ein kleines bisschen. Deswegen, den einen oder anderen Gott kenne ich tatsächlich. Ich war auch in Museen in Ägypten und da sieht man ja auch ein bisschen was von den Göttern eben. Und ja, deswegen war ich super, super neugierig auf die Geschichte und außerdem, ich liebe Mythologie-Geschichten, deswegen war klar, dass ich das lesen möchte. Und Bücher von Bettina Pfeiffer lese ich grundsätzlich auch sehr gerne. Die manche gefallen besser, manche eben nicht ganz so gut. Ich muss sagen, mein absoluter Favorit ist bisher immer noch Libellen und Sterblichkeit. Das ist der erste Band der Gott der Liebe-Reihe-Trilogie, wo es eben auch um Götter geht, diesmal um griechische Götter und zwar ganz genau um Hermes, über den ich auch noch nicht so viel gelesen habe. Aber zurück zu der ägyptischen Mythologie. Ich war super, super neugierig. Ich mochte den Schreibstil ein bisschen. Ich habe am Anfang ein kleines bisschen gebraucht, um in die Geschichte irgendwie reinzukommen und auch mit dem Schreibstil zurechtzukommen. Es ist kein super außergewöhnlicher Schreibstil, aber irgendwie habe ich so die ersten 50 Seiten gebraucht, um da irgendwie in die Geschichte und mit dem Schreibstil irgendwie zurechtzufinden. Und nachdem ich auch mit den ganzen Göttern mich wieder reingefuchst habe, wusste, wer wie mit wem zusammenhängt oder auch nicht oder was dessen Aufgabe ist, bin ich hier auch super, super gut zurechtgekommen damit. Die Beziehung zwischen Layla und Seth, man merkt relativ schnell, dass da irgendwas zwischen den beiden ist, finde ich ein bisschen ungewöhnlich, aber es sind halt auch irgendwie Götter, deswegen passt es auch irgendwie wieder, weil ich habe, Götter sind für mich immer irgendwie Wesen, sage ich jetzt einfach mal, die sich sehr schnell irgendwie in Emotionen stürzen können und so halt eben auch in die Liebe irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie hat es für mich, also fand ich es im ersten Moment irgendwie komisch. Aber andererseits passt es auch irgendwie wieder zu Göttern, die ja vielleicht manchmal so ein bisschen übertreiben, ob das jetzt Emotionen oder sowas sind. Deswegen hat es für mich dann wieder gepasst. Die Handlung an sich fand ich auch interessant, fand ich toll gemacht, fand ich sehr abwechslungsreich. Es war wirklich immer so ein Spannungsbogen mit so einem Auf und Ab irgendwie, aber es ist nie ganz abgeflacht. Also es war immer irgendwas da, was so die Spannung trotzdem immer noch gehalten hat und dann ist der Spannungsbogen aber wieder nach oben und dann gab es diesen einen Moment und ist dann wieder so ein bisschen abgeflacht und war trotzdem immer noch spannend und das fand ich wirklich total cool. Es war kein Buch, was mich so zu 100% überzeugen konnte, so zu 95% vielleicht. Also so da wirklich allerletzte Funken, wo ich sage, yes, das war ein Jahreshighlight, das fehlt. Ich fand es trotzdem wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Buch und wie gesagt, im Reading Vlog werde ich dazu ein kleines bisschen mehr noch erzählen. Hupsala. Aber ich fand es sehr schön, die Geschichte. Die nächsten vier Bücher habe ich schon im August beendet. Das nächste Buch habe ich irgendwann im Juni, glaube ich, angefangen. Ich glaube, Anfang Juni angefangen. Und zwar ist es der zweite Band der Shadow Tales Reihe von Isabel May.
Ich muss mir gerade nochmal den Klappentext raussuchen. Ich habe mir gerade mal den Klappentext zum ersten Band rausgesucht, damit ich euch auch sagen kann, worum es geht. Es geht um die 18-jährige Lilani, die in einem Dorf im Königreich Wael eben aufwächst. Und sie spürt schon immer irgendwie eine starke Verbindung zu den fünf magischen Monden. Ja, als ich dann eben ihr 18-jähriger Geburtstag, als ihr 18-jähriger Geburtstag ist, 18. Geburtstag ist, öffnet sich eben ein Amulett, das ihr ihre Eltern hinterlassen haben. Und dieses stellt Lelanis Welt komplett einmal auf den Kopf. Und zusammen mit ihrem besten Freund Hayes macht sie sich dann eben auf die Reise, um ihre wahre Bestimmung zu erfüllen und gerät dann eben in einen Strudel aus Gefühlen, Selbstfindung und dunkler Magie. Ich habe den ersten Band 2020 gelesen und jetzt den zweiten Band 2 Jahre später ungefähr. So Pi mal Daumen. Ich konnte mich tatsächlich nicht mehr an alles erinnern, aber so die grobe Rahmenhandlung aus dem ersten Band wusste ich auf jeden Fall noch, worum es geht. Ich mag den Schreibstil unheimlich gern. Es ist ein Buch, da komme ich, ja, bin ich super, super flüssig reingekommen. Ich habe relativ lang für das Buch gebraucht, weil ich irgendwie, ich hatte nicht so eine richtige Verbindung zu dem Buch. Also vielleicht, weil mich der erste Band auch nicht so richtig catchen konnte, hatte ich nicht ganz so die Lust auf den zweiten Band. Obwohl ich doch irgendwie Lust hatte, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie gerade komisch zu formulieren, aber ich hatte irgendwie Lust, diesen zweiten Band zu lesen. Deswegen habe ich diesen zweiten Band eben angefangen und ich fand ihn auch ganz interessant wieder. Aber so richtig an Handlung hat es mir da so ein kleines bisschen gefehlt. Es war spannend eigentlich irgendwie durchgehen, man konnte so ein bisschen miträtseln. Was mich an dem Buch vor allem gestört hat, ist aber das Ende, weil irgendwie war das Ende so abrupt. Also ich hätte vielleicht vorneweg ein bisschen was gekürzt oder so, um dann das Ende mehr auszuarbeiten. Weil das Ende, das war irgendwie, das war so schnell abgehandelt. Ich bin da überhaupt nicht so richtig mitgekommen und irgendwann blablabla war das Buch fertig. Was ich super, super schade fand, weil ich glaube, das könnte eine richtig, richtig coole Geschichte sein. Aber auch der zweite Band war dann irgendwie nicht so, dass er mich irgendwie richtig überzeugen konnte. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich die Idee einfach sehr cool fand. Vielleicht liegt es aber auch einfach ein bisschen daran, dass sie erst 18 ist. Es gibt eine Dreiecksbeziehung. Ist auch nicht immer ganz so mein Ding, wobei ich es da eigentlich ganz okay fand. Also da hat mich dieses Dreiecksding irgendwie nicht ganz so sehr gestört. Mich haben da manchmal die Protagonisten so ein bisschen gestört, glaube ich. Aber nicht das Konzept der Dreiecksbeziehung, glaube ich. Ich weiß es nicht so genau. Ich finde es schwierig, dieses Buch irgendwie zu bewerten, weil ich es über so einen langen Zeitraum gelesen habe. Und es lag einerseits an dem Buch, ja, aber es lag auch irgendwie an mir, weil ich lieber andere Bücher gelesen habe, statt zu dem Buch zu greifen. Wobei das ja dann eigentlich auch wieder gegen das Buch spricht. Ich weiß nicht, ich glaube, jüngeren Lesern könnte die Reihe gefallen, aber wenn man. Ja, ich finde, ich hatte nicht immer das Gefühl, dass Lilani 18 wäre, sondern manchmal so ein bisschen jünger. Ich weiß auch nicht, es war einfach nicht mein Buch. Im Buddyread habe ich gelesen Patem, wie die Liebe zu kalt von Stefanie Niep. Und auch da musste ich mir gerade mal den Klappentext irgendwie aufmachen, weil ich es schwer finde, das Buch irgendwie zusammenzufassen. Es geht auf jeden Fall um Liebe. Und dass Liebe etwas Schlechtes ist. Liebe kann nämlich verwunden. Vor allem eben Jael, einer unserer Protagonisten eben. Und sein Auftrag ist es eben, anderen die Gefühle zu stehlen. Und dafür muss er eben eiskalt sein. Dann trifft er eben auf Xenia und bei ihr schlägt sein Herz zum ersten Mal seit langem wieder etwas schneller. Dabei ist Xenia eigentlich ein ganz normales Mädchen, mal abgesehen davon, dass sie Geräusche hört, sobald sie jemanden berührt, was ja eigentlich schon nicht mehr ganz so normal ist. Nur bei Jael ist in ihrem Kopf eben diese Stille. Ja, jetzt ist die Frage, sind die beiden füreinander bestimmt? Wie auch immer ist die eigentlichen Auftrag, der eigentliche Auftrag, den Jael eben ausführen muss, gescheitert? Wie auch immer, darum geht es in diesem Buch. Puh, also wenn ich den Klappentext lese, ich weiß nicht, ob ich das Buch dann doch noch gelesen hätte. Und nachdem ich so viele negative Meinungen gehört habe, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte das Buch aber auf meinem Sub und wollte es lesen und dann haben wir es eben in Buddyread gelesen und es war, ja, ist
Es war nicht das Buch, was ich mir irgendwie erhofft habe. Ich werde auch den zweiten Band nicht lesen, weil ich weiß schon gar nicht mehr, was wie der erste Band geendet hat, ehrlich gesagt. Also ja, ich weiß so wirklich nur noch einzelne Punkte von dieser Geschichte, obwohl es noch nicht lange her ist, dass ich das Buch beendet habe, worum es in diesem Buch ging. Es war nicht meine Geschichte. Es konnte mich nicht packen. Ich fand, es waren so viele Perspektiven, es waren so viele Menschen und irgendwie habe ich das Konzept nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt die Liebe, warum die Liebe etwas Schlechtes ist. Also irgendwie habe ich das Konzept nicht so ganz verstanden. Es war gut geschrieben, ja. Ich bin auch immer sehr schnell durchgekommen, aber die Handlung irgendwie, ich weiß nicht, was ich zu dem Buch sagen soll, weil ich wirklich nicht mehr wirklich viel weiß, was in dem Buch passiert ist. Also ich weiß es wirklich nicht. Jael fand ich manchmal ganz komisch irgendwie. Also wenn ich aus seiner Sicht gelesen habe, hatte ich manchmal so ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht. Es war definitiv nicht meine Geschichte. Und wie gesagt, ich werde den zweiten Band auch nicht lesen, weil ich da nicht so den Drang zu habe. Machen wir mit einem Buch weiter, was mir wesentlich besser gefallen hat. Es ist nämlich Where the Clouds Move Faster von Cathinka Engel, der dritte Band der Shetland Love-Reihe. Zum Glück nicht das letzte Buch, was ich von Cathinka Engel lesen kann, denn es ist ja erst ein neues erschienen. In dem Buch geht es um Effie und Adair. Effie ist die jüngste der drei Schwestern und die hat mir in den vorherigen Bänden auch schon immer irgendwie am besten gefallen und ich war immer am neugierigsten auf ihre Geschichte. Effie zieht sich rund um ihren Geburtstag immer in ein Cottage zurück an der Küste, um dort mit ihren Gedanken komplett alleine zu sein, um nach ein paar Tagen wieder ganz frisch und als gut gelaunte Effie eben zurück zur normalen Welt zurückzukehren. Dieses Jahr ist es aber so, dass schon ein Gast in diesem Cottage ist, was sie überhaupt nicht cool finde, weil sie ja eigentlich die Zeit alleine dort verbringen wollte. Und er ist am Anfang auch nicht ganz so angetan. Sie beschließen dann aber ganz spontan eben die paar Tage gemeinsam zu verbringen auf diesem Cottage und geben sich eben falsche Namen, um diese Anonymität zu wahren, die sie dort haben, weil sie sich nämlich eben auch sehr persönliche Dinge anvertrauen mit dem Gedanken, sie sehen sich ja nach den paar Tagen sowieso nie wieder. Und ja, dann kommen sie sich eben ganz nah und plötzlich ist die Zeit zwischen den beiden abgelaufen. Und was dann passiert, das müsst ihr in diesem Buch lesen. Ich weiß nicht, was ich zu dem Buch sagen soll, außer dass ich es wirklich großartig fand. Ich fand es so schön zu lesen von Effie und Adair. Ich mag Effie als Person irgendwie total gerne. Ich mochte aber auch Adair als Person irgendwie super gerne. Wenn ich die drei Bücher, also Where the Woods Grow Stronger, Where the Waves Rise Higher und Where the Clouds Move Faster in eine Reihenfolge bringen würde, wäre ich, glaube ich, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Effie oder Fionas Geschichte mehr mag. Also entweder würde ich die. Ich glaube, ich würde Clouds, Roots und Waves in die Reihenfolge setzen, wie es mir am besten gefallen hat. Es waren alles keine schlechten Geschichten, aber Nessas Geschichte, also mit den die Waves, haben mir nicht ganz so gut gefallen. Irgendwie hat mir da die Emotionalität gefehlt, die ich hier in diesem dritten Band aber definitiv wieder hatte und einfach grandios fand. Ich fand, ich liebe die Zeit zwischen den beiden in dem Cottage und wie der auf Effie eingegangen ist, wie sie zusammen harmoniert haben, wie sie rumgealbert haben und im nächsten Moment irgendwie auch wieder ernst waren und über persönliche Dinge sprechen konnten, über einfach irgendwelche, weiß ich nicht. Es war einfach total schön, die Zeit mit den beiden zu verbringen und es tut mir übrigens sehr leid, dass hier dieser Sonnenstreifen ist. Es war sehr schön, einfach die Zeit zwischen den beiden miteinander zu verbringen. Und ja, es war teilweise schon ein bisschen vorhersehbar, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand es total schön, die Geschichte der beiden zu lesen. Und ich liebe einfach die Geschichten von Cathinka Engel. Und außerdem muss ich sagen, dass dieses Buch habe ich zum richtigen Zeitpunkt einfach gelesen. Die Wochen zuvor habe ich keine schlechten Bücher gelesen. Also es waren keine schlechten Bücher irgendwie dabei, aber es war kein Buch dabei, was mich so zu 100% irgendwie gecatcht hat. Und genau das wollte ich aber haben und habe ich genau mit den Clouds eben bekommen. Deswegen war ich sehr froh, dass ich zu dem Buch gegriffen habe. Das letzte Buch war dann Soul Food von Elizabeth
Acevedo, Acevedo, ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht. Das Buch hatte ich vor einem Jahr schon mal angefangen, als ich irgendwo warten musste. Und da habe ich reingelesen, habe ungefähr die ersten drei Kapitel gelesen, weil es super kurze Kapitel sind, was ich sehr, sehr liebe, was zu dem ich später noch was sagen werde. Erstmal, worum es in diesem Buch geht. Es geht nämlich um Emoni und sie hat das Gefühl, wichtige Entscheidungen immer nur für andere zu treffen oder nur für andere treffen zu müssen. Mit ihrer kleinen Tochter wohnt sie bei ihrer Großmutter und arbeitet nach der Schule in einem Burgerladen, um zum Lebensunterhalt eben beizutragen. Sie ist nämlich gerade im Abschlussjahr der Highschool. Der einzige Ort, wo sie ihre Verantwortung loslassen kann, ist dann eben in der Küche, denn Kochen ist ihre Leidenschaft und ihre große Begabung. Und einige sagen ihr, dass eben in ihren Gerichten irgendetwas Magisches steckt, was die Menschen im Innersten berührt. Ja, und jetzt möchte sie versuchen, ihre Träume mit dem Kochen irgendwie zu verwirklichen, obwohl das Leben ihr immer wieder Steine ins Weg, in den Weg legt. Ja, ich habe das Buch schon mal angefangen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht weitergelesen habe. Es war, glaube ich, einfach nicht der Zeitpunkt für das Buch und jetzt habe ich es endlich mal gelesen. Ich habe es im Buddy Read gelesen. Ich habe tatsächlich zu dem Buch, zu den einzelnen Abschnitten nichts geschrieben oder gesagt, weil ich sehr schwer finde, irgendwie das Buch zu bewerten. Die erste Hälfte war, also das Buch ist in vielen Kapiteln geschrieben, weil die Kapitel sehr, sehr kurz sind. Ich habe teilweise 2 bis 3 Minuten pro Kapitel gebraucht. Ich glaube, das längste Kapitel waren vielleicht 10 Minuten, wo ich gebraucht habe. Es ließ sich sehr schnell lesen. Deswegen hatte sich das manchmal so ein bisschen, so ein abruptes Ende war das dann von den Kapiteln her, obwohl es gar nicht so der Fall war. Aber es fühlte sich manchmal irgendwie so an für mich. Da ist der Laden mal kurz zugegangen. Was ich sagen wollte, ich finde es schwer, dieses Buch irgendwie zu bewerten. Es enthält ziemlich viele Themen, die irgendwie behandelt werden, angesprochen werden, aber auf die irgendwie nicht so richtig eingegangen wird, was ich super, super schade finde. Also es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Schwangerschaften, im jungen Alter, es geht um, ja, also super vieles. Um Geld auch irgendwie, um das Träume verwirklichen, um sich selbst, um super, super viel halt eben. Und irgendwie war das so viel, dass mir das manchmal ein bisschen zu viel war. Und ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen reduziert gewesen wäre oder auf mehr einzelne Punkte mehr eingegangen wäre vielleicht. Ich weiß auch nicht. Im Großen und Ganzen geht es ja halt eben darum, dass sie immer Entscheidungen trifft, vor allem jetzt für andere, also für sich, aber auch eben für andere, weil sie ja eben eine Tochter hat. Und sie muss jetzt überlegen, was ist das Beste für meine Tochter, was kann ich ermöglichen, kann ich das machen, kann ich das machen, weil ich habe eine Tochter. Fand ich super, super interessant, vor allem weil sie halt eben auch noch sehr jung ist. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, ehrlich gesagt. Und genauso habe ich mich während dem Lesen bei dem Buch gefühlt. Irgendwie wusste ich nicht so genau, worauf möchte dieses Buch jetzt hinaus, welche Geschichte möchte es mir erzählen. Es geht ums Träume verwirklichen eigentlich. Also hauptsächlich geht es irgendwie ums Träume verwirklichen und um das Leben einer jungen Mutter, die versucht, einen Weg einzuschlagen, um ihre Träume zu verwirklichen, aber um sich selbst, um ihre Tochter, um Freunde und um Liebe nicht zu vernachlässigen, so ein bisschen. Also es erzählt einfach eine Alltagsgeschichte, würde ich sagen. Also ich fand es sehr, sehr realistisch, irgendwie wie es dargestellt wurde. Sie struggelt manchmal mit sich, mit der Zeit. Sie liebt ihr Kind über alles, das merkt man total, aber manchmal würde sie auch gerne andere Dinge machen, die sie vielleicht gemacht hätte, wenn sie wäre einfach spontaner, wenn sie das Kind nicht gehabt hätte. Wobei es dann nie heißt, oh man, hätte ich wohl dieses Kind wohl nicht. Nur manchmal liest man das so ein bisschen heraus, dass sie vielleicht gerade Lust hätte, spontan irgendwie ein Eis essen zu gehen, aber nicht kann, weil sie eben ihre Tochter im Kindergarten abholen kann. Und das fand ich total cool, weil es halt eben sehr realistisch war. Und ich glaube, genau damit möchte ich einfach nichts mehr zu dem Buch sagen, weil ich glaube, sonst kommen nur noch mehr Wirrwarr hier irgendwie raus und es ergibt nicht mehr so viel Sinn, was ich sagen möchte. Das waren auf jeden Fall die 5 Bücher, die ich jetzt im Juli, beziehungsweise die meisten ja im August gelesen habe.
Es wird jetzt, wie ihr merkt, wahrscheinlich öfter einfach mal so ein Video kommen, weil ich manchmal die 5 Bücher relativ schnell zusammen habe und manchmal eben nicht. Aber die Länge der Videos macht es für mich eben aus und es ist für mich sehr angenehm zu schneiden und auch hochzuladen von der Zeit her. Ja, welche Bücher habt ihr in den letzten Wochen, Monaten, wie auch immer, was habt ihr in der letzten Zeit so beendet für Bücher? Habt ihr Einzelbücher schon gelesen? Wie hat es denn euch gefallen? Schreibt mir alles Mögliche, was ihr euch von der Seele reden möchtet. Gerne in die Kommentare, gerne auch Videowünsche in die Kommentare. Ich bin momentan so ein kleines bisschen ideenlos, was ich an Videos drehen könnte, worauf ihr Lust hättet, worauf ich Lust hätte. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, worauf ihr denn Lust hättet an Videos. Und damit beende ich das Ganze hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.